Hallo Destiny-Freunde, hier ist nochmal DJX zum heutigen Abschluss mit dem letzten Video im PvP-Bereich mit dem Morlock, um euch da nochmal vorzustellen. Mein Sohnemann spielt hier mit dem Hirsch, besserer Teufel, Uriels Geschenk und Applaus, Applaus. Spielt den Sturmbeschwörer, mal schauen, was er so reißen kann mit dem. Unsere Lieblingscharaktere sind eigentlich Jäger oder Titan, die sind ein bisschen gewandter. Aber andere Leute spielen den Warlock unheimlich gerne aus unserem Clan, nicht wahr, Schmittler? Und dann schauen wir mal, was der Jordan heute so reißen kann hier, weil ich habe das Video noch nicht gesehen. Kommentiere das jetzt einfach mal so mit ab. Und Jordan grüßt auch die Klasse 8E und sagt, mach kein Auge, Mann. Und dann schauen wir mal, was er da reißen kann heute. Ist jetzt das klassische 4 gegen 4 Osiris. Schnellspiel. Und zwar damals war 6 gegen 6 bei Destiny 1. Jetzt ist es 4 gegen 4. Mal schauen, ob 6 gegen 6 wiederkommt oder nur im Eisenbanner. Bungie hat uns da ein bisschen was angekündigt, aber was da jetzt genau kommt, lassen wir uns überraschen. Sind wir im Wurmhafen? Mal schauen, was der Jordan so mit den Waffen anrichten kann. Vorherrschaft. Vorherrschaft, das heißt, so ähnlich wie die COD spielen, Abschuss bestätigt. Besiege Ein deine Abschuss, Gegner dann lassen und diejenigen dann Gegner was nehmen liegen wir und das ihr wird dann Sieg. eingesammelt. Die erste Granate fliegt. Jordan zeigt uns nochmal den Rift, den er stellt. Und wir sind hier in der Gesundheit. Der bessere Teufel ist nicht schlecht für PvP, wie gesagt, nur die Nachladezeit ist natürlich dementsprechend ein bisschen schwieriger, also langsamer. Aber dafür macht die richtig Bums, wie ich in den Videos zuvor ja auch schon erwähnt habe. Immer ein langer Weg, dumm, bis da mal wieder ein Gegner kommt. Deswegen ist eigentlich 6 zu 6 ein bisschen besser, damit man die Schnelligkeit des Spiels wieder hat. Ne? Hier läuft er über die ganze Map und keine Sau ist da. Man sucht die Gegner und findet sie nicht. Und es ist immer ganz gut zu wechseln, die Waffen immer hin und her, versuchen mit Knetwaffen ein bisschen Schaden zu machen und dann wieder mit Urias Geschenk nachzusteuern. Da sieht man schön, die sieht man auf dem Boden, die man einsammeln muss. Da ist der Jäger, der wird jetzt übersprungen. Er denkt, er hat gewonnen, hat er nicht. Dem Gegner Einhalt geboten. Ist immer so unausgewogen hier bei Destiny 2, finde ich, die PvP-Variante, weil mal spielt man total gut und mal spielt man also, sagen wir es mal ehrlich, ganz ehrlich, unterirdisch. Manchmal spielt man ausgewogen, aber wie gesagt, also früher war es besser bei Destiny 1. Mal schauen, soll ja angeblich wiederkommen. Jetzt haben wir 15, 16, 17 zu 9. Sieht noch im Mittelmaß aus. Mal gucken, in welcher Falle Jordan jetzt wieder reinläuft. Jetzt versucht er ihn zu jagen. Und hat er, nein, natürlich hat er nicht. Er läuft wie immer unter seinen Möglichkeiten. Nein, Spaß. Jordan ist im PvP eigentlich ganz gut, nur hier mit dem Warlock, der so ein bisschen träger ist als die anderen Charaktere. Kann man nur schlecht aussehen. Aber du kannst den Spieß noch nicht so doll aus. Aber wie gesagt, das ist eine Gewöhnungssache. Wenn man natürlich die ganze Zeit noch mit dem Titan spielt oder mit dem Jäger und damit versucht mit dem Warlock da durchzulaufen, sieht manchmal ein bisschen blöd aus. Jetzt versucht er gerade die Schwere zu holen oder an der Wand. Gut für dich ausgehen. Die Powerwaffe wird dann geladen. Die soll sich jetzt auch ändern, dass alle, die davor stehen, die Schwere bekommen. Da haben wir jetzt die Applaus, Applaus. Den Raketenwerfer. Und
Schauen wir mal, ob er was vor der Flinte kriegt, sozusagen. Einmal noch dieser. Doch, da haben wir ihn doch. Einer hat erwischt mit der Schwere. Und sammelt das Sigma ein. Das war die Blitzgranate. Wieder schön. Jetzt kommt er im Lauf rein. Jetzt hat er den Bogen langsam raus mit dem. Siehst du? Wunderbar, wie er das macht. Wie ein junger Gott. So, wenn man das wohl hat. Naja, schauen wir mal weiter. Da liegt was auf dem Boden. Ja, das darfst du schön einsammeln, mein Freund. Mach hier keinen Haram. So, da haben wir noch einen. Letztes Opfer, nächstes Opfer. Komm, komm. Oh, schade. Sah aber gut aus. Hat er gut gemacht. Sie haben die Führung. Doch das Match ist noch nicht. Ich habe ja gerade schon mal erwähnt, die Maps sind einfach zu groß für 4 gegen 4. Bis man auf der einen Seite war, ist man schon wieder tot und dann kann es schon wieder neu laufen. Deswegen wäre das eigentlich gar nicht so schlecht. Dass man jetzt wegen Sitz wieder einführt. In Führung. Da ist er auch weg. Da ist dann Jordan wieder. Da ist er eine super bereit. Ich weiß nicht, warum er sie nicht einsetzt. Wie allzu oft. Da jetzt zum Beispiel, warum nicht einfach mal raushauen, auch wenn das nur einer ist. Gerade die Führung übernommen. 3 Minuten. Sieht aus. Weil schwer sind hier, wie gesagt, die Maps sind zu groß. Wird alles auseinandergezogen, das heißt, die Gegner stehen nicht oft zusammen. Dadurch, dass die respawnen und in der ganzen anderen Ecke da rauskommen, jetzt Alarm gezündet. Schauen wir mal. Der Sturm dran so schön alles leer fegen. Das sieht gut aus. Ach, schade, John. Ja, komm, den hinter euch mal. Ach, Jäger, der läuft da mal rum wie so ein Kanickel. Oh, meine Güte. John ist hier schon noch verzweifelt bei meinen Kommentaren. Aber ich, mein Gott, Kritik muss man auch vertragen. Wenn man mal gut gelaufen ist, muss man dann auch sagen. Mal schauen, was er jetzt macht. Jetzt geht er oben wieder auf die Brücke drauf. Sucht er wieder ein. Ah, schön von hinten in den Rücken, ist immer gut. Die freuen sich dann immer. Wunderbar, da dann. Kommt direkt wieder einer nach. Das ist der Sentinel, der Titan. Der hat ein Schild, der kann ihn schlagen. Oder Schulterangriff damit machen. Kommen wir aber beim nächsten Video dazu. Da hat man gerade gesehen, wenn man respawnt, dass man nur so einen kleinen Überschild für ein paar Sekunden hat. Effektiv nützt ja auch nicht viel, wenn da wirklich einer hinter dir steht. Und manchmal respawnt man einfach an unmöglichsten Orten. Ne? Das ist natürlich auch nicht so toll. Also Rakete eingeschlagen. 14 haben wir noch. Oh, schön weggenommen. Oh, trotzdem gut. So, der Sieg noch nicht eingesammelt, aber den Gegner schön auf die Schnauze machen. Warum muss das sein? Nur noch eine Minute. Der Feind hat dich besiegt. Ja, da haben wir ihn doch. Meilenstein, Clan EP. Fliegen wir gleich mal zum Turm. Dann schauen wir uns mal, lass dich dadurch was der uns da aus dem Teich rausgefischt hat. Hm? Der Ruhm wird wieder dein sein. Wieder doppelten und dreifachen und fünffachen Loot, den wir überhaupt nicht brauchen. John hatte eine 1er KD, so wie ich gesehen habe. Das ist doch in Ordnung. Jetzt fliegen wir mal zum Turm. Jetzt sehen die Leute, die auch Destiny noch nicht gespielt haben, zum ersten Mal in den Turm, wo man seine Beutezüge abgeben kann, sein Loot abholen kann, Waffen kaufen kann, wenn man dementsprechend Token hat oder Rüstungen etc. pp. Das ist der sogenannte Treffpunkt für andere Spieler. Also dieser Turm ist auch online, das heißt also, man trifft auch andere Spieler, die jetzt nicht bei dem Einsatztrupp dabei sind.
Dort gibt es, wie gesagt, den Waffenhändler, die Clan-Tante, die dann immer was abdroppt für uns, den Kryptarchen, wo man dann die Engramme entpacken kann, ob exotisch oder legendär. Schmelztiegel Vorhut ist auch noch da. Everversum, wo man sich Shader etc. pp. Kaufen kann. Aber da kommen wir irgendwann mal zu. Dann befassen wir uns ein bisschen mehr damit, wenn wir mal wieder so ein Engramm haben für Everversum oder etc. Dann laufen wir mal dahin und öffnen den einfach mal zusammen und beschweren uns über jeden verkackten Loot, den wir da kriegen. Schauen wir mal, sind wir beim Kryptarchen. Was da jetzt rauskommt. Helm, den sind wir zum 1000. Marken. Schön. Na, haben wir wenigstens Bruchstücke. Ich finde die Wege einfach zu lang auf dem Turm. Auch wenn du dahin willst und dahin willst, anstatt die Scheiße nicht nebeneinander packen, ne? Also jedes Mal läufst du da rum wie so ein alter Ochse. Muss da hin und her springen, wie so ein Ey. So, jetzt schauen wir mal. Jetzt kriegen wir mal vom Clan was. Du gibst einfach nicht auf, oder? Was wir da kriegen. Hast Gaul ausgeschaltet. Den Reisenden und es ist... Ach, die Eier und Seele. Schade.